Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Stempeln mit René.de. In dem heutigen Blog-Hop geht es um ein Geldgeschenk oder eine Gutscheinkarte. Und ich habe also gesucht auf Pinterest, ob ich irgendwo da was entdecke, was ich noch nicht gemacht habe. Und bin also auf diese Karte gestoßen in einem Video von Daniela Hödel und habe das also ein bisschen jetzt gerade auf diese neue Schmetterlingsserie angeglichen. Das Ganze geht relativ schnell, ist ganz einfach zu basteln, ist mit einem Magnet zusammengehalten. Hier innen haben wir ein Beschriftungsfeld. Ich habe das jetzt noch nicht festgeklebt. Hier hinten drauf sind Klebestreifen. Weil das macht sich einfach besser, wenn man das gerade für jemanden macht, diese Karte vorher zu beschriften und erst dann die Klebestreifen abzuziehen und einzustellen. Und hier innen kann man also entweder, wie ich hier gemacht habe, Geld reinstecken oder hier habe ich so einen zum Vorführen, so einen Gutscheinrolling. Der passt also auch hier rein, kann ich also auch hier rein tun. Und ich finde, das ist eine schöne Sache, um einfach mal Geld zu verschenken oder einen Gutschein. Hat also die genaue Größe einer ganz normalen Karte, also Format C6, passt also in jeden A6, passt also sozusagen in jeden unserer Briefumschläge rein und ist also auch, sag ich mal so, sehr materialsparsam, denn du brauchst einen Bogen Farbkarton A4, ein bisschen Deko und einen Magnet. Und schon hast du im Nu diese Karte fertig. Wir machen meine Karte, die heutige, natürlich auch wieder mit den wunderbaren Schmetterlingen. Ich habe hier noch 4 Stück übrig, die ich gestern ausgestanzt habe. Denn aus diesem neuen Designerpapier, aus diesem Schmetterlingsschwarm, was es also ab 2. März gibt, kannst du mit dieser großen Stanzschablone dieses eine von den Designerpapieren ganz effektiv nutzen. Du legst die nämlich auf, leierst einmal durch und hast im Nu 6 wunderschöne Schmetterlinge, die du also zum Weitergestalten verwenden kannst. Also ich finde ein sehr schönes Designerpapier und Schmetterlinge gehen immer. Und ansonsten brauchst du eigentlich nur noch 2 Reststücken. Aber die Maße dazu sage ich euch nachher gleich. Jetzt fangen wir mit unserer Karte an. Ich nehme dazu einen Bogen Farbkarton A4, heute in Abendblau, und brauche als erstes unseren Papierschneider. Das erste Mal falze ich diesen Karton auf der schmalen Seite, also so längs, bei 10,5 cm. Ich halbiere sozusagen meinen Farbkarton mit einem Falz hier. Jetzt drehe ich mir das seitlich und falze von jeder Seite bei 7,4 cm. Da haben wir das erste Mal. Ich drehe das Ganze um 90 Grad und falze hier wieder bei 7,4 cm. Jetzt kann ich meinen Papierschneider erstmal kurz zur Seite legen. Denn jetzt benötige ich ein Geodreieck. Ich lege mir mal meinen Farbkarton hier so an, damit ich hier einer dieser stärkeren Markierungen habe. Da erkenne ich das nämlich alles am besten. So, auf dieser Falzlinie bzw. hier unten auf meiner Verlängerung lege ich mein Geodreieck an und schiebe mir das bis hierher auf diese, sage ich mal so, Schnittstelle der beiden Falzlinien. Jetzt nehme ich mein Aufhebwerkzeug, habe vorne dran die kleinere Kugel, halte mein Geodreieck weg. Müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr mit so einem Falzteil arbeitet, müsst ihr immer von dem Schnittpunkt etwa 1 mm weg sein, damit ihr also auch genau drauf landet. Und ziehe das einmal auf dieser Seite bis runter und das gleiche hier auf der anderen Seite.
sodass wir also hier ein Dreieck drin haben. Drehe meinen Karton einmal komplett und mache das auf der anderen Seite genauso. Hier also wieder am Schnittpunkt anlegen, gucken, dass es schön gerade liegt. Da orientiere ich mich wieder hier unten. Das ist ein ganz kleines Stückchen höher. So, einmal nach der Seite. Und einmal nach der Seite. So. Dann kann unser Geodreieck auch schon wieder weg. Das kann weg. Und jetzt brauche ich noch einmal unseren Papierschneider. Und jetzt schneide ich auf einer Seite von diesen mittleren Falzlinien zu dieser äußeren Falzlinie. Schneide also auch von diesem diagonalen Falz ein Stück mit weg. Ihr findet nachher die Falz- und Schneidevorlage als PDF-Datei entweder auf meinem Blog oder auch als Download-Link in der Infobox zu diesem Video. So, das Stück kann weg. Und das Gleiche machen wir also hier auf dieser Seite. Hier kann dieses Stück weg. So, das war's, wo wir unseren Papierschneider bräuchten, weil jetzt falzen wir und kleben wir nur noch. Machen also erstmal ganz normal unsere geraden Linien. Und falzen jetzt auch unsere Schrägen. Die will man erstmal so vorknicken. Wir legen das nachher gleich. Ich zeige euch das gleich, in welcher Reihenfolge. Nur erstmal, dass wir so einen Standardknick drin haben. So, und jetzt fangen wir an auf einer Seite. Falzen das zunächst erst einmal so hier nach unten, dass sich das nach oben stellt. Dann schauen wir, dass hier die Kante genau übereinander liegt, sonst kann man das auch noch ein bisschen verschieben. Und jetzt falzen wir hier stark innen drinnen nach. Das war der erste Teil. Das machen wir hier drüben genauso. Also hier ran, hier runter. Das passt also auch perfekt. Ich habe also sehr schön und sehr genau gefalzt. Ziehen das also hier runter. So, und jetzt machen wir den zweiten Teil. Jetzt falzen wir das hier oben nach innen. Und hier schauen wir auch wieder, dass wir eine Linie kriegen. So, jetzt haben wir schon die erste Verschlussseite. So, und genauso machen wir das hier drüben. Wenn ihr seht, es ist noch nicht haargenau übereinander. Dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ein bisschen aufpassen hier oben mit der Ecke. Hier ist es mir auch wieder passiert, wenn ihr hier an der Ecke zu sehr drückt, habt ihr hier einen kleinen Abdruck im Farbkarton. Das ist also eigentlich schon das ganze Geheimnis unserer Karte. Jetzt nehmen wir uns Abreißklebeband. Machen uns das nur hier auf diesen Bereich. Einmal. Und auf dieser Seite auch. Zweimal. Ziehen das ab. Und kleben das hier unten fest.
Ihr habt hier jetzt noch einen ganz kleinen schmalen Spalt dazwischen, aber das ist nicht das Thema. Der wird also von unserem Designerpapier verdeckt. Und zwar brauchen wir da ein Stückchen Designerpapier, 3,2 mal 14,8 cm. Und ich sage mal so, also gerade bei unseren 6 Zoll mal 6 Zoll, wenn wir da eine Karte basteln, haben wir also immer solche kleinen Bereiche, die jedes Mal übrig bleiben. Und die können wir also sehr schön in dieser Karte verbasteln. So, jetzt habe ich hier schon mal mein Klebeband drauf und mache jetzt noch eine Sache, die ich nämlich jetzt fast vergessen hätte beim Videodrehen, weil an dieser Stelle kommt also erst mein Magnet drauf, der die Karte dann zusammenhält. Ich habe also erstmal nur eine Seite abgezogen, platziere mir das hier im Prinzip auf diesem kleinen Spalt. Dann ziehe ich oben drüber ab und drücke meine Karte einmal an. Das ist also dann schon der Verschluss unserer Karte, der sie dann zusammenhält. Und man sieht dann also auch nur aufgeklappt das obere Magnet, weil ich das untere jetzt mit Designerpapier abdecke. So, das ist eigentlich schon das Geheimnis unserer Karte. Ich mache mir jetzt noch ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß oder wer noch hat Flüsterweiß, je nachdem, was du also noch zu Hause hast. Logischerweise bastel ich erstmal mein Flüsterweiß zu Ende. Hier brauche ich also eine ganz normale Kartengröße. Also eine Auflegergröße, das wäre dann 14,3 mal 10 cm. Einmal. Zweimal. So, hier kannst du, wenn du das jemand anders schenken willst, auch schon mal hinten drauf Abreißklebeband machen, dass derjenige oder diejenige, wenn sie ihre Grüße geschrieben hat, das also nachher nur noch abziehen muss, reinlegen, kurz andrücken und dann hält die Karte für deine Grüße. So, das kommt dann also hier rein. So. Und jetzt kommen wir schon zur Außengestaltung. Ihr seht, das ist also eine sehr schnelle Karte und die Außengestaltung habe ich also schon mal etwas vorbereitet. Ich habe hier weiterhin mehrere solche Reststreifen. Die sind ganz einfach 2 cm breit mal 14,8, wie also die Karte ist. Du kannst auch 4 cm machen. Wir werden das jetzt mal so machen. Und machen also den unten drunter und 1, 2 cm oben drauf. Da haben wir noch ein bisschen mehr in dieser Farbvielfalt drin. Ist also wirklich auch eine Sache, um solche Streifen zu verarbeiten. So, einfach hier mittig drauf. Dann einfach möglichst mittig auf die Karte auch aufgeklebt. So. Dann habe ich, sage ich mal so, um das Highlight, also unsere Schmetterlinge, etwas hervorzuheben, habe ich mir also mit diesen ladenweißen Kreisen, also einen runden Kreis mit Mattung ausgestanzt. Da mache ich jetzt mal meinen Schmetterling, den tue ich also auch ein bisschen mit dem Falzbein aufbiegen, dass es dreidimensional wird. Mache den einfach mit Glue-Dots drauf fest. Ich finde gerade für Schmetterlinge und sowas, die also so die Flügel nach oben haben, machen sich die Glue-Dots absolut perfekt, weil dann hält das richtig gut in der Mitte und an Seiten, sage ich mal so, die Flügel stehen schön ab. Zack.
So, den mache ich also hier drauf. Da kann man gerne noch ein bisschen mit Wink of Stella arbeiten, dass der also auch noch glitzert. Und ich habe auch schon unseren Spruch vorbereitet. Den Spruch habe ich genommen aus unserem Stempelset Schmetterlingsglück zum Geburtstag alles Glück der Welt in der Farbe der Grundkarte gemacht. Und damit ich also hier nicht nur, sage ich mal so, meine Ecke habe, sondern auch noch so ein bisschen ein Stickmotiv außenrum, habe ich das mit den Stanzformen raffiniert bestickte Rahmen ausgestickt. Wenn du das runddrehst, kannst du hier ganz einfach auch nochmal diesen Spruch drauf machen. Da hast du das für zwei Karten. Kommt drauf an, wie lang du dieses Fähnchen haben möchtest. Kannst das aber natürlich auch, sage ich mal so, mit der großen Fähnchenstanze hier den dreifach verstellbaren Fähnchen machen, damit du also deinen Aufkleber hast. So, ich habe mir das hier markiert, wo ich das abschneide. Ich mache den immer ganz gerne als erstes drauf, bevor ich dann meine Schmetterlinge drauf mache, weil das sehe ich einfach besser, wie ich das günstig platziere. So, das schneide ich hier ab. Klebe das an der Stelle auf, wo ich will, und dann kann ich noch ein bisschen mit Schmetterlingen drauf hin und her rutschen, wo ich die gerne hinhaben möchte. So, schön oben an Rand. Das klebt also auch so. Den hier mache ich mir mit Dimensionals fest. Also sozusagen mein Kartenhighlight, deswegen wird der etwas höher platziert. So, und da die Schmetterlinge ja gern kreuz und quer durcheinander fliegen, nehme ich noch so einen kleineren davon. Dann mache ich nicht extra einen Kreis drunter, sondern ziehe den also auch nur drüber. Mache den wieder ebenfalls mit Glue Dots fest. Und platziere mir den auf meiner Karte. Jetzt noch ein paar Dimensionals oder Lackakzente und schon habe ich meine Karte fertig. Das mache ich schnell noch und dann seht ihr beide Karten noch einmal. Und ich wünsche euch dann auch viel Spaß beim Nachbasteln, weil ich denke, das ist eine Karte, die man sehr schnell machen kann und die auch absolut was hermacht. So, damit ist ja also fertig meine zweite Geldgeschenkkarte. Ich kann jetzt die 20 Euro vorhin aus dem Muster wieder hier reinpacken. Das hält also schön drin. Das ist also die Karte, die wir jetzt gemacht haben. Das war mein Muster von gestern. Ihr seht also, wie schnell das geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Euer René aus Leipzig.